X-Rated. Hallo, liebe Filmfreunde, hier auf dem verstörenden Kanal von Good Boys 82 zu einem neuen Video mit mir, nämlich an dieser Stelle. Und heute befassen wir uns mit großen Hardboxen aus dem Hause NSM. Das Ganze machen wir in einem Rutsch hier fertig, ihr und ich, weil ich habe nicht besonders viele. Also das sind alle die ich aus dem Hause NSM hier in meiner Sammlung habe. Es sind gleich 20 oder 19, ich habe es jetzt nicht genau gezählt. Aber auf jeden Fall alle die ich hier zur Verfügung habe von NSM. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir dieses Video gleich mal in einem Fest. Aber ich möchte es an dieser Stelle nicht alleine tun, sondern jetzt möchte ich meine kleine Hayupai-Zicke mit hinzuholen. Er schmollt nämlich schon seit einer Stunde da hinten in der Ecke und begrüße für euch mit mir, nee, mit euch den Kanalchef himself, den guten Wohis 82. Komm doch mal ins Bild, mein Kleiner. Da kommt er ganz langsam geschlichen. Ja. Erkennt ihr das, wenn man einem Huhn das Brot wegnimmt? Genau, die gucken dann auch so. Nämlich, da ist er, ja, NSM. Kennst du das Label NSM? Ja, ich kenn das Label NSM. Okay. Das Label NSM. Nicht unbedingt das Label für große Hardboxen, aber da gab es auch einige und ich habe hier eine kleine Auswahl da und ich dachte, wir machen das mal zusammen. Das ist schön für dich. Weil? Ich wollte heute nichts mehr machen. Eigentlich wollte ich mir jetzt hinsetzen und mich berieseln lassen von einem schönen Film. Einen schönen Film. Und jetzt sagt er zu mir, wie mache ich jetzt noch ein Voice Goes to Apple Video mit NSM? Kannst du aussuchen. Es sind nur ganz wenig Hardboxen. Ja, was? Wir sind jetzt 20. 20? Ja. Ne, das ist ja nicht viel. Das ist ja nur eine Handvoll. Das Problem ist aber, ihr könnt euch daran erinnern, 84 Entertainment, das Finale, 15 ja. Start, 15 Boxen, gefühlt ging dieses Video 3 Stunden, weil wir diskutieren mussten, wer jetzt hier den Film nicht gesehen hat, wie zum Beispiel bei Wishmaster. Ja? Wir wollten hier ein bisschen Wunden aufreißen bei dir, ja? Und eigentlich haben wir gedacht, okay, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es kein Video mehr. Aber nein, wir machen jetzt auch NSM, also machen wir jetzt auch NSM. Aber ich muss dazu sagen, es sind ein paar coole Titel dabei, die ich wirklich auch ich kenne und auch liebe. Und deswegen habe ich dieses Programm ausgesucht, weil ich dachte, konntest du auch mal mitreden. Ja? Du Arschloch. Ja. Du Arsch. Ja. Jetzt gehe ich wirklich gleich wieder. Nett kann ich. Ja? So ist es. Ja genau, dass du auch was zu sagen hast. Nämlich heute habe ich hier ein paar Boxen mit hingestellt, deren Filme du auch kennst. Ja? Und deswegen denke ich, würde es ganz unterhaltsam. Und wir starten ganz vorne, dass es nicht allzu lange dauert. Ja. Und beginnen mit der ersten NSM-Box. Ich muss hier nur ein bisschen vorsichtig sein. Oh ja. Nämlich Martyrs. Ah, mega geil. Mega geil. Genau, der original französische Martyrs. Ja, so nur der ist kennt. Nur der ist gut. Ja, der ist gut. Ja. Stimmt. Ich habe hier noch das Digipack von NSM tatsächlich. ESVD-Book. Ja, da war nicht die Blu-ray drin, sondern nur die DVD, okay. Der Digipack. Hier ist die Blu-ray drin, deswegen ist sie halt nur verschweißt, weil ich halt. Also dieser Film, muss ich auch sagen, am ersten Mal gucken, ist auch so ein Film, den ich am ersten Mal nicht gut fand. Ja? Ja. Oh nee, das konnte ich nicht sagen. Das ist aber mir genauso, weil. Aber umso öfter ich diesen Film angeguckt habe, umso mehr fasziniert mich dieser ganze Film. Ja. Diese ganze Machart aus und dann dieses, das, was dann auch eigentlich ausschlaggebend sein soll, das ist eben jetzt hier, was ist eigentlich, wenn man stirbt, was passiert eigentlich da? Also ich finde diese Handlung schon sehr, sehr krass, aber hat natürlich auch halt diese ganze Machart von dem Film. Allein der Anfang ist schon wirklich der Hammer, wo diese zwei Mädchen reinkommen. Ich habe ihn auch schon oft mit meinen lieben Kollegen mal geguckt und die waren von diesem auch alle total entsetzt und begeistert zugleich, weil der wirklich schon sehr krass ist. Also das ist auch der letzte, glaube ich, von diesen vier Franzosen und auch der härteste, wie ich auch finde. Und der geht auf jeden Fall schon ganz schön in die Haut, wie ich finde. Ist das der härteste? Also von den Frontiers, Inside, Martyrs und was gibt's noch? High Tension ist das eigentlich mit einer von den. Aber ich würde Inside fast noch als. Ja, Inside ist auch schon sehr speziell. Der ist auch. Ich liebe auch Inside. Ja. Es ist einer der neueren Filme, mit denen ich durchaus einmal was anfangen kann. Das ist ja überhaupt nicht so mein Metier. Ja. Und damit bin ich ja, das ist wieder mein Ding, ganz ehrlich. Finde ich geil. Ist okay, aber den fand ich auch ziemlich gut. Ja, ja. Für das, was es war. Ich bin jetzt nicht ganz so der begeisterte Freund davon. Aber sehr guter Film, saustark. Ja, natürlich gibt es keine Meinung. Hier mit der 10 von 111. Cool. Ja, und der Blu-ray, große Hardbox von NSM zu Martyrs. Und dann gehen wir zum nächsten über. Auch das ist ein sehr toller Film. Oh ja, Inside. Genau. Was sie will, ist in dir. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen, der ein bisschen grinkige Filme mag. Da hatte ich. Der ist auch hart wie die Sau, wie ich persönlich finde. Statt ja, diese Szene hier in der Bade, also in der Toilette, wo. Alter.
Ja, wirklich, ist ein kurzer und knackiger Film mit 83 Minuten Laufzeit. Ja, ist ja gut gewesen. Ja, da gibt's keine kommt keine Langeweile auf. Ja? Da hatte ich zum Beispiel auch das Mediabook. Ich auch, habe ich auch noch zu Hause stehen. Das hab mit demselben Motiv sogar. Sehr gut verkauft. Ich hatte das Cover D. Okay. Oder C mit der Umrandung, das was auf jeden Fall ziemlich selten war. Ja, okay. Da habe ich gutes Geld dafür bekommen und habe dann zur großen Hardbox gegriffen. Ich bin einfach eher bei der großen Hardbox zu Hause. War die eingepackt? Die ist auch eingepackt. Hast du den auch nur da auf DVD? Den Film? Ja. Ja. Ich habe da noch. Was habe ich da noch? Hat euch eine Blu-ray da? Da müsst ihr jetzt gucken. Ich habe auf jeden Fall irgendwo noch eine. Also die beiden Filme sind für mich von den Franzosen am liebsten, ganz ehrlich, die beiden. Und High Tension. Ja, ich wollte gerade sagen. Frontiers ist es für mich nicht so, weil das ist zur französische mit von Texas Chainsaw Massacre, finde ich. Ja, der war nicht so gut. Ich muss Inside, muss ich sagen, der ist schon hart. Also Inside schon mit der 24 von 111. Ja. Okay. Ja, schönes Ding. Auch geil. Auch ein sehr guter Film, ja, keine Frage. So. Oh, dann habe ich X-Ray. Der erste Mord geschah am Valentinstag. Kennst du X-Ray? Nein. Nee, es macht nichts an dieser Stelle, es ist jetzt nicht unbedingt die größte Bildungslücke. Okay. X-Ray war ein sehr guter Slasher, okay. Ein hervorragender Slasher sogar, den ich sehr gerne geguckt habe. Auch hier schon die Blu-ray drin. Mhm. Dieser Film mit Barbie Trenton, hier ist sie, ist ziemlich gut gewesen, aber es ist jetzt natürlich auch kein Slasher, den wir jetzt gesehen haben. Schaut schon recht blutig aus. War gut gemacht, okay. Ja, ein schöner Slasher. Der 80er Jahre, so wie sie halt gängig waren. Mhm. Ja. Aber jetzt nichts, wo es so eine große Bildungslücke okay. Nicht. Würde ich auch schon nicht sagen. Aber wirklich bodenständig gut gemachter Film. Nämlich beginnt es hier mit I Love You. Danke. Mit diesem zärtlichen Kartengruß beginnt am Valentinstag eine grauenvolle Jagd. Ein abgewiesener Liebhaber, wahnsinnig geworden und völlig unberechenbar, veranstaltet eine mörderische Hatz, die blutige Spuren durch endlose Korridore und die Operationssäle einer Klinik ziehen. Verrückt vor Liebe zur schönen Susan vernichtet der sadistische Mörder Harry alles und jeden, an dem die geplagte Frau hängt. Mit immer wieder neuen und hinterhältigen Fallen beschert er seinen Opfern einen qualvollen und grausamen Tod. Unbarmherzig treibt er sie in eine Sackgasse des Irrsinns, an deren Ende der Tod lauert. Gibt es für Susan einen Kommen? Okay. Klingt auch ganz gut. Wes Davison hat mit X-Ray, in dem John von Hess und Chip Lucia die Hauptrollen spielen, einen Film für die Freunde des starken Horrorfilms gedreht. Das könnte man so sagen. Ein alter Kennenschinken. Mhm. Gab es damals auf DVD, gab es ein Bootleg, das habe ich auch. Okay. Also so ein Dr. Dressler-Stil Bootleg auf DVD. Das habe ich mir in der Frühzeit der DVD mal auf einer Börse gekauft. Und dann später kam hier dann schon die Blu-ray. Ein schönes Bild mit der 5 von 131. Mhm. Ein sehr schönes Teil oder auch ein sehr schöner Slasher. Ja, gibt's nichts. Starkes Cover auch. Ja. Bring alles mit, was du brauchst. Und dann. Und machen weiter mit. Na ja, gut, das ist jetzt natürlich umgedreht. Das hätten wir jetzt anders schon machen müssen. Die können ja alle verjucht sein, oder nicht? Können wir auch, und ja. Das ist eigentlich alles Halloween. Halloween. Oh, das sind mehr Halloween. 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 Also, ich habe hier. Warte. Ah, Pig Farm Massacre. Slaughterhouse. Kenne ich auch. Genau. Oh, oh. Siehst du? Ich kenne noch was. Fangen wir am besten doch alle schon an mit Halloween 3. Wow, oh, Scheiße. Halloween und da 3. Ist kaputt. Fuck. Oha. Ich weiß nicht. Na, das war ich. Gut, dass das die untergefallen ist, mir. Ja, allerdings. Schau mal, jetzt ist Scheiße. Nicht der Litten. Das ist natürlich unschön. Scheiße. So be it. Das macht an dieser Stelle jetzt nichts, weil Halloween 3 ist jetzt. Ist das dein Lieblings-Halloween? Nee, nicht so. Und auch ein Halloween, der man öfter mal zu einem günstigen Preis erstehen konnte. Deswegen ist jetzt die Delle nicht so schlimm. Ist natürlich jetzt super ärgerlich. Natürlich ist es ärgerlich. Scheiße. Aber es macht nichts, weil. Du hast eine 20. Ich, genau, ich habe jetzt zwei Weiten. Ja, Halloween, die Nacht der Entscheidung, auch dieser Film finde ich auch nicht gut. Na, das war auch nicht so meins, muss ich gestehen. Es hat was ganz anderes, wie sonst Halloween ist, aber kann nicht mal gucken, wo war auch nicht mein Lieblingsfilm. Das hier ist das Cover A, ja, also mit der 40 von 99 und ich habe hier dann noch das Cover B mit der 22 von 111. Das war halt dann das andere Cover. Muss aber sagen, das gefällt mir besser. Was ist das hier? Ja. Ich finde es gefällt mir ein bisschen besser. Finde ich jetzt. Nein, würde ich nicht mal so sagen. Schwierig. Sind jetzt aber beide keine super Highlights. Ist jetzt alles auch nicht mehr dabei bei dir hier? Nein, ich glaube nicht. Nicht? Nein. Ich glaube, dass nur die Cover ja, A stimmt.
Oder nur die Cover B den Soundtrack, glaube ich, haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Weil ich habe auch die Mediabooks daheim, da ist eben der Soundtrack mit dabei. Ja, das weiß ich, weil ich hatte auch die Mediabooks am Anfang. Ja, ich habe auch erst die Mediabooks gehabt, die habe ich dann verkauft. Und habe mir dann die große Hardbox gekauft. Genauso wie bei Halloween 4. Jetzt müssen wir mehr aufpassen, weil die sollen dann doch nicht runterfallen. Ich halte es fest. Mit der 56 von 99. Ja. Und diesem Covermotiv, das sind eben die Originalmotive. Die fand ich auch cool. Finde ich cool. Ja. Und Halloween 5. Mit der 46 von 99. Auch hier 2-Disc-Set. Hier ist dann zum Beispiel der Soundtrack mit drin. Okay. Ja. Ja, sehr cool. Mag eigentlich alle drei Teile eigentlich. Und Halloween 6 mit der 9 von 99. Ja, das ist die wohl seltenste tatsächlich. Hardbox. Ja. Okay. Die 6. Teil ist aber auch ein Mediabook so. Halloween 6 im Mediabook, der ist, glaube ich, relativ teuer. Denke ich. Ja. Genau, also die ganze Halloween-Reihe hier nochmal von NSM. Ja, hatten wir ja schon bei 84 auch geteilt. Hier ist sie dann nochmal komplett. Halloween 1 und 2 war halt dann XT und dann hast du die alle komplett. 3 bis 6 war dann NSM 1 und 2. Jetzt kommen wir zu Slaughterhouse. Slaughterhouse oder das Pig Farm Massacre. Wer macht die Wurst? Er macht die Wurst. Das steht hier jetzt nicht drauf, aber wer macht die Wurst steht bei der X-Rated Dose Hardbox. Gab es nämlich auch. Ja. Hier gab es dann die Box nochmal von NSM mit der 419 von 500. Also die ist auch schon etwas älter. 2009. Ja, das ist auch schon etwas älter. Ja, als Slaughterhouse Film ist gut gewesen. Hat mir auch gefallen. Mochte ich gerne, ja. Slaughterhouse ziemlich cool. Gibt es da was für mich sogar einen Warhees-Schaden wieder, glaube ich. Sehr gut. Ja, hat mir auch gut gefallen. Hier das Pig Farm Massacre. Wir müssen ja die Weile drüber reden. Ja. Muss ich eigentlich sagen, Slaughterhouse Film besser als Pig Farm Massacre, oder? Als Pig Farm Massacre? Das Schweinefarm Massacre ist doch nicht schlecht. Ja. Würde ich jetzt. Ja, also auf jeden Fall auch ein sehr schönes Motiv, ja. Ich finde. Ja. Sehr geil. So, dann kommen wir zu Return of the Living Dead. 3 wahrscheinlich. 3. Nee, 3. 3 ist es? Stimmt. Ja, das ist Return of the Living Dead 3. Moment. Von Brian Usner. Ja. Ja, das ist den, den ich kenne. Das ist der, wo er so auch ein wenig witzig ist, ne? Genau. Ja. Wo sie dann hier auf dem Friedhof für wen tanzen da. Nee, das ist der 2. Denn was du meinst mit diesen Comedy-Einlagen, das ist Return of the Living Dead 2. Der 3. ist der mit der Zombie-Braut. Und du hast hier dieses Liebespärchen, sie stirbt dann und er nimmt sie dann mit, obwohl sie zum Zombie wird. Und das Cover sagt mir jetzt hier nichts. Das ist Return of the Living Dead. Das kommt mir bekannt vor. Return of the Living Dead 2, das ist der, wo sie hier Michael Jackson tanzen. Das ist der 2. Teil gewesen. Ja, kommt jetzt von Play and Pictures bei dem Mediabook raus. Okay. Den haben wir vorbestellt, das weiß ich noch. Ja, der ist dann jetzt in dem Moment schon draußen, wenn ihr es wieder hier steht, wahrscheinlich. Wie gesagt, von Brian Usner, der Film. Auch von Brian Usner, also gut auch gemacht, kultig. Ja. Okay. Und der 17 von 111, Return of the Living Dead 3, kennt man in der Regel auch. Gab es schon ganz früh in der Red Edition von Laser Paradise, habe ich den zuerst. Daher kenne ich den auch. Okay. Ja. Und hier dann eben bald gesichtet bei mir. In der Cruise. Ein mega geiler Film, was jetzt kommt. Ich liebe diesen Film. Trick or Treat. Trick or Treat mit Gene Simmons. Warum lieben wir Trick or Treat? Natürlich genau. Wegen Gene Simmons. Wegen als Radiomoderator und als Priester ist hier der Pfarrer, ist hier der Ozzy Osbourne. Ja. Dieser Film ist einfach nur obergenial. Geiles ich liebe Teil. Diesen Film. Ah, dieses Cover ist nicht von dieser Erde. Dürfte auch. Ja, die große Hardbox hat den Soundtrack nicht. Das Mediabook hat den Soundtrack. Ja, ich habe nämlich den mit dabei. Ich habe nämlich das Mediabook und auch das T-Shirt dazu. Ich habe nämlich auch das Mediabook als erstes. Diesen Film, wenn ihr ihn kennt, wirklich angucken. Wer gern auf Rockmusik steht, ist hier cool. Komplett dabei. Und auch ist es der für, genau, da hat nämlich auch Paul Stanley auch ein Lied dazu beigetragen. Ja. Auch das ist wirklich mega geil. Und wirklich war dieser Film ist einfach nur bombastisch. Der ist cool, ja. Richtig. Der 699, geiles Teil. Ja, also hier, wenn ich kenne, echt unbedingt angucken. Ja, eine Empfehlung auch immer von mir diesmal, ja? Unbedingt angucken. Und das ist selten. Oh, Charles Bronson in Kid Cheetah, tödliches Tabu. Ja, ein Charles Bronson rächt sich. Ist ja auch oft bekannt, ne? Dass sich der Bronson. Actioner, wie man ihn halt kennt. Charles Bronson ist L.A. Cop Grove, der härteste Cop von L.A. Und da weißt du, jetzt wird's super. Ja, Kid Cheetah war gar nicht mal so schlecht. Natürlich kein Vergleich zu Death Wish. Death Wish ist für mich Death Wish war natürlich noch um einiges besser. Kid Cheetah war aber ganz okay. Den kenn ich nicht. Hier hat Hollywood Classics mit der MGM-Disc drin. Auf 333 Stück limitiert. Da gibt's auch ein bisschen mehr. Aber der ist richtig cool. Okay, gab's auch von Laser Paradise. Okay. Den kennt ihr auch nicht von Charles Bronson. Kommt mal gucken. Ja. Okay.
Wie gesagt, einmal sieht Ruhe war natürlich einiges besser, aber Kindschiede war auch nicht verkehrt. Okay. Ja. Oh, jetzt kommt, es ganz besonders. Oh. Und ich wette mit dir, den kennst du nicht. Kennst du Nighthunter mit Michael Dudikoff? Ich hab's gewusst. Das ist eine Bildungslücke, weil Nighthunter mit Michael Dudikoff ist ein hervorragender Menschenjägerfilm. Okay. Dieser Club. Brüder? Der Schwarze? Nee. Kommt mir bekannt vor. Ist das der, von Dusk Till Dawn? Wenn ich ihn so angucke, wo dann zu diesem Viech wird? Bin ich gerade überfragt, das weiß ich nicht. Oh, da konnte ich hier gerade nicht helfen. Also ich glaube, das müsste der, also kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, der Kopf sagt mir was. Und das schaut aus wie der von Dusk Till Dawn. Möglicherweise, aber das weiß ich gerade nicht. Okay. Auf jeden Fall ist Nighthunter mit Michael Dudikoff, der American Ninja, wird hier gejagt von so einer Bande. Also quasi, er muss hier so eine Überlebensjagd quasi überstehen. Mhm. Und der ist fantastisch, schau ich auf das Mediabook noch. Okay. Dieser Film ist absolut super. Avenging Force, so hieß er damals, ich hatte eine DVD, eine MRA, auch von der Börse irgendwo, eine ganz frühe Veröffentlichung hier als Nighthunter. Diesen Film konnte ich auch nur wärmstens empfehlen. Ein wunderschöner Actionfilm, geiles Teil. Jetzt sollen wir wirklich mal miteinander gucken, der ist echt gut. Okay. Ja, der ist echt gut. Schönes Motiv, geile Schinken, konnte ich nur empfehlen. American Ninja wollte ich schon fast sagen. Nighthunter, ja, mit Michael Dudikoff. Oh, jetzt kommt ein spezieller Film. Die Brut von David Cronenberg. Ja. Klasse. Ja. Auf jeden Fall ein spezieller Film, aber auch diesen Film kenne ich auch. Ja, ja. Ja. David Cronenberg. Dieser Film finde ich auch sehr gut. Aber jetzt die Frage aller Fragen: Kennst du Naked Lunch? Natürlich kenne ich Naked Lunch. Hast du Naked Lunch gut gefunden? Findest du ja, ja. Echt? Den fand ich ganz okay. Gut. Das ist seltsam, weil dieser Film finde ich absolut grausam. Grausam. Ich hab bei diesem Film nichts kapiert. Nee, Naked Lunch ist doch ganz okay. Nee, ich habe nichts gemacht. Ich will den Fisch. Ich wollte versuchen, diesen Film so verstehen, dass er nicht funktioniert. Aber David Cronenberg hatte immer sein eigenes. Ja, ich weiß. Aber der war noch einigermaßen noch gut zugänglich. Die Brut finde ich jetzt. Alle seine Filme waren gut zugänglich. Ja. Scanners war sehr gut. Aber der Naked Lunch. Die Fliege. Die Fliege, ja. Ja, die Parasitenmörder, Schippers. Du kennst doch die Parasitenmörder? Von David Cronenberg? Mhm. Nein? Nein. Oh. Okay. Okay, wir machen weiter mit dem Brut. Ja. Machen wir nach an dieser Stelle. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube aber, sein bester Film, Videodrome. Du kennst das Videodrome von David Cronenberg. Auch nicht. Ja, aber, aus dem Grund, nachdem ich jetzt eben Naked Lunch gesehen habe und ich da einfach nur grausam fand. Nee, lass dich nie irrleiten. Will ich jetzt nicht so viel mehr Filme von diesem Regisseur. Also, die Brut ist gut, die Fliege ist gut. Aber die Fliege ist fantastisch. Aber nur gut ist meiner Meinung nach ist gut. Die Fliege ist verdammt gut. Ist gut. Verdammt gut. Ist gut. Fantastisch. Ist gut. Hat dir nie so gefallen? Ich hab ihn auch wieder ewig nicht mehr gesehen. Warte! Ah! Wie kommen wir denn? Ich hab doch gesagt, ich finde ihn noch gut. Aber ich hab ihn nicht mehr, schon nicht mehr gesehen. Schau ihn dir mal wieder an. Ja. Aber er ist gut. Die Fliege von Cronenberg ist auch gut. Ja, auch die Brut ist auch gut. Auch gut. Die Brut ist auch gut. Aber auch das Videodrome ist sehr gut. Ja. Das solltest du mal gesehen haben. Also das musst du unbedingt nachholen. Videodrome musst du mal gucken. Oder auch die Parasitenmörder. Ich bitte dich. Okay. Das ist sein wohl, sagen wir mal, Aushängefilm. So kennt man ja am meisten zusammen mit Scanners. Okay. Und Parasitenmörder sollte man mal gesehen haben. Okay. Ja. Gibt auch noch mehr. Aber David Cronenberg hat immer seinen eigenen Stil, aber immer irgendwie gut. Und auch hier die Brut ist irgendwie gut. Ja, haben wir gerade schon festgestellt. Ja. Bei der 69-111, schönes Cover. Starke Sache. Ja. Schönes Cover. Und ein Film, das für mich ist, und zwar High Tension. Ja, das glaube ich. Da bist du ganz vorne. Ich bin Erfolg und ganz dabei, weil das ist genau mein Film wieder. Auch diesen Film habe ich auch damals nicht so gut gefunden. Habe ich damals auch nicht so gut gefunden. Ja. Habe ich auch mehrmals gucken müssen. Aber jetzt finde ich auch diesen Film einfach nur genial. Ja, also einfach nur genial, diese Handlung auch. Dann der Schluss, diese Aufklärung von diesem Film. Wow, auch sehr gut, wie ein Schlag in die Fresse ist dieser Film. Auch hart und wirklich auch dieses ist wärmstens so empfehlen von mir diesmal wieder auch aus. Gut gemacht, schöner Film. Wir haben schon bei NSM wirklich einige gute Filme dabei, die muss man echt sagen, die muss man ja mal gesehen haben. Fand ich auch ein extrem geiles Teil und auch das Mediabook. Die Hardbox hier ist auch sehr stark.
Mit dem Originalcover ist es, glaube ich, ne? Ja, das ich ist... Ich nämlich das hier mit dem Motiv. Drauf, das hatte ich auch, ich hatte auch erst das Mediabook. Und das ist komisch, vor NSM hatte ich ganz viele Mediabooks zuerst, die okay. ich dann verkauft habe wegen der großen Hardbox. Aber auch High Tension hatte ich das Mediabook okay. und mit dem Motiv, was hier hinten drauf ist, mit ihm hier. Genau, ja. Das habe ich zu Hause noch. Und das war bei Inside so, das war bei Martyr so, das ist bei Night Hunter so. Okay. Also das hatte ich vor NSM, hatte ich das ganz viel. Okay. Da hatte ich erst die Mediabooks, warum auch immer. Und wir aber dann halt zur großen Hardbox gegangen. Cover passt, ja. Ja. Einziger Nachteil bei der großen Hardbox, hier ist halt nur die DVD drin. Ach so. Hier ist keine Blu-ray drin. Ach so, okay. Ich habe die Blu-ray noch, aber die war hier nicht in der großen Hardbox. Okay. Da ist nur die DVD enthalten. Okay. Nee, also auch wirklich ein Hammerfilm. Hammerfilm, ja. Passt. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Komm mal immer wieder mal gucken. Ja. Ein All-Time-Favorite. Oh, und eine der hässlichsten großen Hardboxen aller Zeiten. Ja. Jetzt reden wir endlich. Verdammt guter Film, verdammt schlechte Box. Hardware Mark 13, ein Film von Mark L. Lester. Oh, okay. Ist doch so, oder? Ich will hier nie. Nee, Richard Stanley. Das wird fast kein. Jetzt hätte ich schon wieder fast hier. Mark L. Lester war die Klasse von 84. Genau. Der spielt der Lemmy mit? Der Lemmy von Iggy Pop? Ja, ja. Der spielt hier einen Taxifahrer, glaube ich. Geil. Ja, der spielt hier einen Taxifahrer, der Lemmy. Und auch die okay. Musik ist ja vom Motorhead mit. Echt jetzt? Ja. Den muss ich sehen. Ja. Musik. Ja. Fast überhaupt nicht hier überlesen, ne? Musik von Motorhead. Ja, saugeil. Also mein Fehler natürlich nicht von Mark L. Lester, sondern wie es hier schon steht. Vom Richard Stanley. Danke, Richard Stanley, genau. Jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht, aber ich habe mir schon, wie es ausgesprochen habe. Sehr welche Fehler, wenn du Fehler machst. Ja, habe ich mir schon gedacht, nee, da stimmt was, ne? Ein sehr, sehr guter Film. Auch hier geht es um eine Maschine mehr oder weniger, die Besitzer greift von einer ja, Künstlerin, Malerin und dann quasi ihre Wohnung in Beschlag nimmt. Okay. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Gaffer von Laser Paradise, da hatte ich den zuerst. Auch hier ist die Aufnahme von Laser Paradise drin. Wenn mich jetzt, müssen wir mal gucken, warte mal. Das ist auch eine ganz alte Box. Genau, da ist die Red Edition drin. Oder die Laser Paradise Fassung, von wann ist denn die Box? 2005. Boah, 2005. Das sieht man auch, ja, weil das Cover ist ja wirklich eines der schlimmsten, die mir jemals untergekommen sind. Ist das so flecken oder ist das so flecken? Ja, die ist halt, weil sie schon alt ist. Die habe ich aber abends so gekauft. Okay. Das geht aber auch nicht weg. Ja, 666 Stück limitiert. Das war noch eine Limitierungssumme, oder? Das könnte auch zum Beispiel sein, dass sie vielleicht mal nass geworden ist. Das schaut fast aus. Weil die hat, oh, da sind so Flecken drauf, aber ich habe die danach schon einige Male geputzt. Es geht nicht mehr runter. Okay. Also was weiß der Teufel, aber die habe ich eins zum Beispiel so bekommen. Okay, aber klingt interessant. Und Film ist sehr gut. Die Fassung, also die Box ist nicht sehr schön und auch das, was drin ist, ist jetzt wieder Rede wert. Deswegen ist es halt ziemlich ramschig. Ja. Man sieht halt, das Kabel ist komplett unscharf und schlecht gedruckt. Also das ist oder natürlich auch ein Special Effekt von der damaligen Zeit aus dem Film. Aber könnte auch sein. Ne? Das wäre damals schon besser gegangen. Also das hat hier jetzt nichts damit zu tun. Das glaube ich nicht. Okay, aber klingt schon interessant. Aber Film ist gut, ja. Oh. Zombies und der Kannibalen. Ah. Eine ebenso alte Box tatsächlich. Auch eine der ersten, die ich mit hatte, 2005, ja. Ja, Zombies und der Kannibalen. Das ist auch schon ein sehr spezieller Film. Absolut Kult. Kultkino. Jetzt muss ich mir mal nachfragen. Der ist aber nicht der mit weißen Augen, oder? Nein. Nein, ich verwechsel die beiden jedes Mal. Ja, der mit den weißen Augen ist Jungfrau und der Kannibal. Ja, genau. Vom Chess Franco. Genau. Und das ist hier der Dr. Butcher M.D. Ja, der, dieses das englische Kinoplakat zu dem Film war nahezu irre. Da wurde ja der Doc, der hier diese Zombies macht, in seinem Labor. Er hier, da ist er, genau. Der stand beim englischen Kinoplakat quasi Pade im Vordergrund oder dieser Dr. Butcher M.D. Okay. Ja, Medical Device, halt mal, ich hol sie mal. Da kann ich dir das nochmal. Ja, das passt an dieser Stelle gut hierher. Jetzt bin ich überlegt, ob ich diesen Film schon mal euch gezeigt habe in einem Walkie-Shot-Video. Ich bin mir da ganz sicher. Habe ich diesen Film noch nicht auf Mediabook, glaube ich. Nur, dass man mal gesehen hat, wie groß ein Unterschied sein konnte. Wir haben hier die große Hardbox von NSM. Ja, kenne ich noch. Und hier haben wir dann die große Hardbox von Evil Films. Und die ist ja wohl eine, ja. Fantastisch. Und das hier ist das englische Plakat. Ah, okay. Da hieß ja MD, also Dr. Butcher MD Medical Device. Nahezu irre, das Plakat, ja, aber genau der gleiche Film. Und genauso ist es hier auch, der Film ist absolut kultig. Krakig natürlich, auch die ganze Abfolge macht halt keinen Sinn.
im Großen und Ganzen. Aber das ist, wie es hier schon steht, einer der großen Zombiefilme der 80er Jahre. Und das stimmt auch. Es ist zumindest einer der bekanntesten und berüchtigsten. Den kennt man einfach. Schön ist halt vor allem, dass es einer der wenigen Kannibalenfilme ist, in Anführungsstrichen, ohne Tiersnaff. Ja. Auch wenn Kannibalen eher selten vorkommen. Ja? Ich bin mir echt nicht sicher, habe ich den schon mal gezeigt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der einzige Film, der noch fehlt im Mediabook. Also er war auf jeden Fall prügelhart. Da waren einige harte Szenen drin, da ist alles dabei. Cool gemacht. Ja. Soll ja mal gesehen haben, gehört in jede Kuh. Also ich habe ihn schon auch vor langer Zeit schon mal gesehen gehabt, dann die DVD verkauft, weil ich auch einfach nur damals gar nicht schlecht fand. Damals. Mhm. Ne? Verstehe. Aber jetzt natürlich, will ich noch mal sehen, glaube ich. Ja, sollte man mal gucken, ja, genau. Hieß auch unter anderem Zombie Holocaust. das war da relativ. Doch! Cool, ja. Doch, Zombie Holocaust. Und den gab es ja vor XT. Ich musste ein bisschen gucken. Ich glaube, ich habe den doch. Ja, Zombie Holocaust habe ich, glaube ich, doch. Gibt es vor XT. Ich bin mir jetzt nicht sicher, gab es denn diese Gore von. Wie heißt denn das Label mit diesem. Sinistrange? Gab es den auch von Sinistrange? Das war lebendig gefressen, glaube ich. Lebendig gefressen auf jeden Fall, das weiß ich. Bin mir nicht sicher. Zombies oder Kaltbein weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, es gab es für XT. Sinistrange Extreme kann schon sein, ja. Ja. Das ist möglich, aber ich glaube, bin mir auch nicht sicher. Und die erste Auflage. Ich glaube, ich habe den schon. Die erste ganz alte Auflage war für Dragon. Das war die erste DVD, die ich hatte. Das war eine der ersten Dragon DVDs, ich glaube 98 oder 99. Okay. Also war, ist eine ganz frühe Auflage von dem Film. Gab es hier von NSM. Gibt ganz viele Anbieter, die da veröffentlicht haben. XC hat das für die Grindhouse große Hardbox gesehen. Da hieß er, glaube ich, auch Zombie Holocaust. Okay, ich bin gespannt. Ja, Zombies oder keine. Ich muss zu Hause gucken. Ich glaube, ich habe den schon. In dieser großen Hardbox. Nicht die schönste, aber Kult. Ja, eine ganz alte, schöne Hardbox. Was ist das jetzt hier? Dann haben wir hier. Oh, Witchcraft X. Oh, oh. Das passt aber jetzt gar nicht zu NSM. Oh, oh. Kann das sein? Das passt eigentlich jetzt überhaupt nicht zu NSM. Hier kommen. Also, das ist Erotic Horror. Aus den USA von 99. Das schaut schon sehr, sehr amateurhaft aus. Wie ich muss sagen. Das ist es auch. Okay. Und hier ist vor allem eine Sache, die mich extrem stört. Ist das hier unten? Telemovie Shop. Der Telemovie Shop. Will ich jetzt nichts weiter dazu sagen, aber wo Telemovie Shop draufsteht, da ist nichts Gutes. Jetzt wurde es von NSM vertrieben. Der wurde von NSM offensichtlich vertrieben. Mit der Nummer 4, also auch schon ein älteres Teil. Cool, oder? 2004 auch. Okay. Und ist aber noch verschweißt. Ja. Also noch, oder ist er wieder verschweißt worden? Das weiß man natürlich nie so genau. Muss man auch schon sagen. Ich weiß nicht, ob die Box da mal verschweißt war. Okay. Sowas kannst du leicht verschweißen. Ja, das ist ja kein Problem. Bevor sie hier zugeschweißt, gibt auch noch als Bonus-DVD Witchcraft 9, Sister 6. in Blood. Das ist 6. Nee, 11. 11 ist das. Doch. Das ist 11. Du hast recht. Witchcraft 11, Sisters in Blood, genau, 9 wäre die 1 vorne. Und also Witchcraft 10 und 11, ist jetzt so ein großer Unterschied, macht, ich weiß es nicht. Aber ich meine, wo konntest du die Devs schon da? Ich weiß, es gibt ja mal nicht die Mühe, dass sie herauskommen. Ja, überall nicht. Das ist es nicht, das ist ja alles voll, das ist ja. Vielleicht soll man mal aufmachen. Schauen wir mal, vielleicht soll ich doch mal reingucken. Aber wenn die hier so aussieht wie. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hier Oralverkehr stattfinden wird. Wenn ich mir das so anschaue, meine ich eher nicht. Ja. Aber weißt du, die Regie, Ron Ford, kennst du dich? Ja, klar, kennt ja jeder. Ja, Wendy Blair, Miranda O'Day. Bordell. Also, ich habe keine Ahnung. Okay. Also, noch nie ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe die noch nie geguckt. Okay. Also, ich kenne Witchcraft. Der war ja mit David Hasselhoff. Und wie hieß die Dame? Hildegard Knef. Den kenne ich. Weil du den kennst. Aber Witchcraft 10 kenne ich nicht. Okay. Ja. Und noch zum Schluss. Eine haben wir noch. Eine haben wir noch von den 20. Oh ja. Mondo Kannibalen 1 und 2. Oder Mondo Kannibale 1 und 2. Mit Ivan Rasimov. Ah, hier haben wir die Verbindung. Der nicht bei Wishmaster mitspielt. Ja. Aber dafür in Mondo Kannibale. Hier haben wir dann die beiden Discs nochmal. Ich muss. Ist auch eine sehr alte Box schon. Auch eine frühe Box, die ich hatte, 2007, ja. Also schon etwas älter. Ich habe halt hier die Einzelveröffentlichung.
Es gab von Lee Lee Rock, da gab es eben Mondo Cannibale, den ersten Teil. Aber ich habe dir auch schon mal die Vogelmensch dir mal geschenkt. Der Vogelmensch, das ist der zweite Teil, genau. Also das war von X-Fell, oder? Und den gibt es auch für X-Fell. Die habe ich für X-Fell, genau. Das war der für X-Fell. Und hier sind halt beide Filme in einer Box. Ich sag mal, die Box ist jetzt nicht die schönste, aber sie hat trotzdem so ihren eigenen Retro-Charme. Ja. Ich hatte die mal, habe die dann verkauft. Warum auch nicht, ja, wenn ich sie mir jetzt so ansehe. Aber hab mir gedacht, wäre schon schön, die mal wieder zu haben. Und dann habe ich die mir vor kurzem ich die ganz günstig erstanden. Viele Grüße an dieser Stelle. Sehr guter Preis und ist ja trotzdem. Stellt man sich gerne hin. Oder einfach was Nostalgisches. Ja, zu Mondo Cannibale 1 und 2 muss man eigentlich nicht sehr viel sagen. Mondo Cannibale 1, Umberto Lenzi, damit wurde er quasi so ein bisschen. Das ist ja eigentlich das Schöne an der Box. Man muss ja sehen. Also, ich hab's heute nicht so, ne? Was ist denn los? Oh, man muss sehen. Hui. Man muss ja sehen, dass hier die beiden Könige des Kannibalenfilms aufeinandertreffen, die sich ja viele Jahre um diesen zweifelhaften Titel gestritten haben. Mondo Cannibale und Umberto Lenzi, Mondo Cannibale 2, Ruggero Deodato. Echt jetzt? Ja, ja, genau. Und so haben sie sich gegenseitig versucht zu überbieten. Stimmt, ja. Der Lenzi wollte sich nicht gefallen lassen, dass er als Schöpfer des Genres mit Mondo Cannibale von Mondo Cannibale 2 in den Schatten gestellt wird, der ja um einiges härter schon war und einiges besser galt. Und dann kam ja irgendwann Cannibal Holocaust. Und damit hat er Deodato den Lenzi abgelöst, worauf Lenzi dann, nee, Moment mal, lebendig gefressen. Und die Rache der Kannibalen, okay. Das war dann die Quintessenz daraus. Okay. Dass sie sich, also wollen sich beide hochgeschaukeln. Genau. Weil jeder diesen zweifelhaften Ruhm des Kannibalenkönigs haben wollte. Aber ich muss immer noch sagen, Cannibal Holocaust war der beste von allen. Finde ich jetzt. Da streitet man sich gerne. Ja. Ja, also es ist immer so eine Sache zwischen Cannibal Holocaust und Rache Cannibal der Kannibalen. Auch ich muss sagen, Cannibal Holocaust ist meiner Meinung nach. An die beiden kann ich auch wenig daran erinnern mehr. Also der zweite war sehr gut. Ich habe den ersten sehr gut. Den ersten habe ich noch nie, da habe ich gesehen, glaube ich, mir alles. Der erste, das war natürlich eher so ein Abenteuerfilm. Okay. Also Abenteuer-Menschenfresser-Dschungel. War auch schon mit der schönen Memelei. Die hat ja in fast allen Filmen mitgespielt. In Lebendig gefressen spielt sie auch mit. Da wird ihr dann. Ja. Ne? Während ihr die. Ja. Juju. Die Hupen abgeschnitten. Ja, bevor sie dann genüssig verspeist wird. Genau, das ist die Memelei, diese rassige Eurasierin. Die spielt ja schon im ersten. Und auch im zweiten, ne? Die spielt auch im Mondo Cannibale 2, die weibliche Hauptrolle, ja. Ja klar, da wird sie, das ist doch der, wo sie dann durch den Dschungel flüchten. Also ich bin zweiten. Und sie will die mit und dann haut ihr ein paar runter und dann ist es wieder hergeschenkt. Also stimmt, mit ihm. Einfach zum Schenken. Genau, wir haben ja einfach mal schenken. Damals hat es halt noch funktioniert. Das war früher, wenn meine Oma aus dem Wirtshaus kam und die Oma hat gesagt, das Essen ist Kräuter und so ein paar Schenken kriegt. Und dann wurde es wieder hingestellt, ja? Heutzutage kann man sich das nicht mehr vorstellen. Geht nicht mehr. Aber da war es natürlich auch so, dass er haut ihr ein paar runter und dann geht es schon wieder. Ja, genau, also, sowas. Sehr zweifelhaft. Aber das war auch die Memelei, eine wirklich hübsche Frau. Ja. Ja, war wirklich eine ganz hübsche Frau, die das auch ganz gut gemacht hat. Und die hat ja in Mondo Cannibale 1, 2 und hat dann in Lebendig gefressen gespielt. Okay. Cannibal Holocaust und Rache der Kannibalen war sie nicht dabei. Aber zumindest in denen hat sie mitgespielt. Also das nur so am Rande. Ja, es ist eigentlich nett, dass dieser Wettbewerb sich hier in einer Box befindet tatsächlich. Ja. Von Kannibalenfilmen kann man ja immer halten, was man möchte. Genau. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit den ganzen NSM-Boxen. Das war doch ganz schön umfangreich hier, aber es ging doch schneller, als ich dachte. Das sage ich doch. Und es waren wirklich extrem geile Titel dabei. Also wirklich, hier waren wirklich extrem geile Titel dabei, die mir auch selbst mir gefallen haben. Ja. Ja. Und auch ich mal meine Meinung auch mal kundtun durfte. Aber auch ein paar Titel dabei, die ich noch nicht gekannt habe. Wie zum Beispiel der Mike 13 zum Beispiel. Genau, bei einem oder anderen wird es Zeit. Ja, was auch interessant sich klingt. Und ja, das waren nun jetzt die kompletten NSM-Hardboxen in einem Warhees Goes to Edward, wo ich wollte oder nicht. Da stand mir eigentlich nicht zur Debatte anscheinend. Amüsant. Ich halte dich nochmal fest, bevor du mehr kaputt geht. Genau. Hier. Und dann sind wir eigentlich jetzt hier durch, ja, mit diesem Video. Das war's. Dann sagen wir bis dann. Tschüss und Boom.